Servus zusammen, Salve und Hallo. Es ist Mittwochabend, wir haben 17.34 Uhr. Ein bisschen was braucht der DAX noch für einen Schlusskurs, aber das dürfte auch gleich fertig sein. Bevor ich mit dem DAX hier anfange, muss ich Folgendes zeigen. Ich bin heute ein paar Mal darauf angesprochen worden. Das hier bin ich nicht. Ja, also auf YouTube werden wenn ihr eine Frage stellt und ich beantworte die, und das mache ich nach wie vor sehr gerne, kommt auf einmal ab und zu so eine Geschichte hier mit meinem Bild. Also ich bin das nicht. Ich habe das natürlich gemeldet an YouTube und dann wird das auch alles sofort gelöscht, aber der braucht nur hier irgendwo eine Zahl zu ändern und schon ist er wieder da. Also bitte, das bin ich nicht, ich würde sowas nie machen. Ja, nur, dass ihr das Bescheid wisst, das lösche ich sofort, genauso wie ich diese dämlichen Bitcoin-Kommentare da immer lösche. Die nerven mich völlig. Ja. Oh, toller Content, bla bla bla, ich bin in Bitcoin drin. Und dann kommen da gleich 20 weitere Kommentare, also fürchterlich. Also nur, dass zu wissen, das bin ich nicht. So, und jetzt sind wir beim DAX. Ja, also ich habe gestern ein Interview gemacht, da mit Follow My Money. Und habe ich auch gesagt, ich traue dem Markt nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Und genau das sage ich heute auch. Ich habe hier mal ein bisschen reingemalt. Ich hole es noch ein bisschen weiter raus, dass ihr es seht. Ich habe hier vom All-Time-High schlicht und ergreifend mal einen Trend angelegt. Der kommt jetzt hier an, der ist bei 13.950. Das ist auch das Hoch. Da sind wir das letzte Mal davon abgeglitten. Dann ist hier unten so eine Art Doppelboden, der ist bei 12.380. Die ganze Geschichte nennt sich entweder, wenn ich nur den hier betrachte, oder den hier, ein abfallendes Dreieck. Ich kann aber auch, das habe ich jetzt hier, für euch müsste das blau sein, also ich weiß, dass es blau ist, aber für mich ist es ja schwarz, ist das auch ein abfallendes Dreieck. Die allgemeine Chartlehre sagt, es sei ein negatives Zeichen. Ich gebe nicht so viel auf Schulter, Kopf, Schultern, auf Dreiecke, ist nicht mein Ding. Ja. Ich lasse mir Kanäle gefallen, Flaggen, das lasse mir gefallen, aber ich bin ziemlich weg von diesen vertikalen Linien hier. Wie dem auch sei, wir haben diese vertikale Linie heute, das war hier bei 12.872, die werden wir definitiv mit Schlusskurs brechen. Mir reicht es nicht. Wir sind nur unwesentlich über das High von gestern gegangen. Bei mir wird das Ganze erst ein bisschen positiver, wenn wir diesen, das war so ein Horrortag, wir fingen hier an, dann gingen wir heftig hoch und schlossen in der Nähe des Tagestiefs, um dann weiter abzusaufen. Wenn wir hier drüber sind, gebe ich ein bisschen Entwarnung. Aber die eigentliche Entwarnung kommt bei mir erst über der 13.382 Schlusskurs. Ich habe euch die Fibos angelegt. Und von den Fibos her ist von dieser Bewegung hier das 38er Retracement bei 13.115. Gefolgt vom 50er mit 13.273. Und ziemlich genau da liegt auch die 20-Tage-Linie. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt durchaus dahin gehen möchte. Allerdings, das hier ist die Kerze vom letzten Freitag, 17.30 Uhr oder 17.36 Uhr. Und ihr wisst alle, was um 18.04 Uhr passiert ist. Dieser Markt ist fragil, zerbrechlich. Und schlechte Nachrichten werden über Gebühr abgestraft und gute Nachrichten angenommen, aber auch nicht wirklich belohnt. Deswegen finde ich das nach wie vor hier insgesamt sehr gruselig. Ich habe kein wirkliches Vertrauen, auch mal, wenn es hier mal steigende Kurse sind. Heute Lufthansa, das ist schön, das hat mich gefreut, da bin ich dabei. Aber vor dem Hintergrund der Fed und jetzt morgen EZB und ich glaube, es ist nächste Woche, wenn die Bank of England dabei ist, muss ich sagen, das kann hier ziemlich hin und her reißen. Und wenn ich jetzt mal die Technik anschaue, die reine Technik, ja, wir haben diesen Trend gebrochen. Nein, wir sind noch nicht über diesen Punkt hier durch entlastend, 13.158. Wir sind leicht positiv über das MACD und wir sind noch positiv über die Stochastik. Ja, müsste ich von rein charttechnischer Sicht sagen, okay, wir machen es jetzt auf zur 20-Tage-Linie. Das obere Band hat gebrochen, aber das hat es am Freitag hier auch. Das ist runtergegangen. Freitag war für mich, und ich will es betonen, ich würde mit den gleichen Daten vom Freitag, die ich hatte um 17.36 Uhr, würde ich genau die gleiche Analyse machen. Nur halt solche Nachrichten, und da kann es noch viel schlimmere geben. Ich möchte jetzt hier gar nicht spekulieren, aber es kann viel schlimmere Nachrichten geben als diese Nord Stream-Geschichte. Dann glaube ich, werden wir uns eher mit hier unten mit befassen. Das heißt, ich bin hier nach wie vor sehr, sehr glatt. Ich habe es eben nochmal ausgerechnet.
Ich habe 15% im Depot an Aktien. Davon sind 7,5%, also die Hälfte, sind in Sparfonds. Das eine ist der Berkshire Hathaway und das andere ist MSCI iShares India. Und das Ding ist am All-Time-High. Also da bin ich echt stolz drauf. Ja, richtig gut gemacht. Und in Einzelwerten habe ich Lufthansa, die habe ich einstehen mit 5,80, aber da fange ich jetzt auch schon an, die ganz langsam hier oben einfließen zu lassen. Ich habe ein paar Bayer gekauft, aber das ist auch nicht besonders viel. Und was habe ich denn sonst noch? Activision Blizzard. Und Lufthansa und Activision Blizzard sind die beiden größeren Positionen, aber ich habe, wie gesagt, in eigenen Aktien nur 7,5% drin und der Rest ist in den Sparfonds. Ich traue mich hier momentan nicht. Die Meldung, das hatte ich gestern im Interview gesagt, dass jetzt die Aluminiumhütten Probleme bekommen und dass Norsk Hydro seine große Aluminiumhütte in der Slowakei schließen wird, ziemlich sicher schließen wird. Das ist nach wie vor, das ist alles andere als gut. Ja. Ihr könnt ja mal das Interview gestern sehen, habe ich in den ersten 5 Minuten, habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Das steht auch auf YouTube drin. Also was mache ich hier? Ich halte mich nach wie vor zurück. Ich möchte jetzt erstmal diese Woche hinter mir haben. Da möchte ich wissen, was hat die EZB beschlossen und vor allen Dingen, was sagt sie in der Pressekonferenz? Der Zinssatz ist 1. Vom Markt wird antizipiert 0,75. Also 70% der Marktteilnehmer gehen von 0,75% aus. Ich vermag das jetzt momentan nicht als positiv sehen, wenn die nur 0,5 macht. Weil wenn sie nur 0,5 macht, und das, Christine, dir gilt ja als eher zaudernd, kann ich mir vorstellen, dass der Markt das gar nicht so positiv aufsagt. Oh ja, da kommt ja gleich die nächste. Bei 0,75 ist das schon mal ein Schritt. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich kann es wirklich nicht einschätzen. And if you are in doubt, stay out. Und deswegen, I stay out. Das bringt mir nichts. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Und da wird der eine oder andere mit den Augen jetzt rollen. Und zwar mit diesem Call hier, 12.154, da sind wir, 12.154, hier drunter. Ja, jetzt wird sich der eine denken, wieso nimmt denn der einen Hebel 17, der ist doch viel zu nah dran. Meine Überlegung bei diesem Schein ist, wenn ich den jetzt irgendwie kaufe und über Nacht passiert was richtig Böses, irgendwas Böses, überraschend Böses, und der Markt macht auf mit minus 1000 Punkten. Und der Markt ist in der Verfassung, da kann er das tun. Da kann aber auch 300 oder 400 Punkte hochgehen. Nur ich glaube, nach unten ist er anfälliger als nach oben. Dann würde der Markt nach heutigem Stand aufmachen, irgendwie so bei, was haben wir momentan? Ja, vielleicht so bei 11.850. Wenn ich mir jetzt einen Schein nehme, der tiefer liegt, sagen wir mal 11.900, verliere ich die gesamte Strecke. Deswegen nehme ich einen, der ein bisschen näher dran gibt, weil dann weiß ich genau von vornherein, was ich verlieren kann. Also das ist der Hintergrund. Ich will einfach, dann mache ich lieber eine kleinere Position hier auch. Noch nicht mal, also schon ein bisschen mehr als Schnüffelstücke, es muss ja Spaß machen. Ja. Aber für den Fall, dass wir diese Marke hier bei 12.380 brechen, muss ich dann, und vielleicht kommen wir morgens rein und sind bei 12.300, sagen wir mal, haben das hier alles rausgenommen, da muss ich davon ausgehen, dass sich der Tag weiter fortsetzt. Da möchte ich nicht zu weit weg sein, weil dann verliere ich einfach zu viel Strecke. Deswegen bin ich näher dran und habe jetzt hier einen Hebel 17 genommen. Das als Hintergrund. Der Schein ist die KG5RZH. Bei dem Put fällt es mir nicht ganz so schwer. Ich gehe hinter die 20-Tage-Linie. Ich gehe hinter das 61er-Retracement von dieser Bewegung hier. Und zwar auf 13.516. Da sind wir irgendwo hier. Den würde ich allerdings stoppen, wenn wir 30 Punkte hinter dem 61er liegen, bei 14.370. Dann würde ich ihn stoppen. Der hat einen Hebel von 20 im Moment. Und ich glaube, der wird sich sogar erhöhen. Das ist die KG6M9U. Bei mir kommen die beide auf die Watchlist. Ich habe keinen im Depot. Ich bin noch nicht bereit dazu, hier irgendwas da zu machen. Ich möchte jetzt gerne erstmal heute die Fed, das Pagebook und so alles fertig haben und morgen auch die EZB und insbesondere die Pressekonferenz. Also vielleicht greife ich hier am Freitag wieder ein, aber ich glaube, ich will mir das Wochenende nicht versauen, das mache ich dann erst wieder am Montag. Und nochmal bitte, also ich bin nicht der, der euch da anspricht, WhatsApp-mäßig und Geld für euch da irgendwie machen will. Das bin ich nicht. Ja. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.